Ja gut, wenn wir über die Energiewende reden, dann gibt es so vielleicht vier Aspekte, über die man nachdenken müsste. Nämlich zum einen, was wollen wir? Dann, was wollen wir nicht? Was vergessen wir manchmal? Und was sind denn die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Und wenn ich damit beginne, Energiewende, dann verbinden viele damit folgende Dinge. Die Ziele, die sich gestellt wurden durch die Bundesregierung, durch die Landesregierung, durch Nachhaltigkeitsgedanken, können wir alle mitvertreten. Wir gehen davon aus, dass Energie preiswert, finanzierbar und wirtschaftlich zur Verfügung steht. Wir gehen auch davon aus, dass die Energie, die wir zur Verfügung haben, zuverlässig ist. Das heißt, uns zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Und wir gehen davon aus, natürlich, dass sie sauber ist, dass sie aus erneuerbaren Energien kommt. Was wir meistens nicht wollen, ist, dass Energiepreise steigen, dass Energie nicht sauber erzeugt wird, das heißt also Kohle, Atom und Ähnlichem wollen wir nicht. Wir wollen aber auch keine neuen Leitungen, wir wollen oft auch keine neuen Windräder, die in unmittelbarer Umgebung stehen. Aber was wir dabei vergessen ist, Energie ist ein Gut, ein wertvolles Gut. Und technologische Entwicklungen im Bereich der Energietechnologien benötigen Zeit, benötigen solide, sichere Rahmenbedingungen und Technologieentwicklungen sind auch nicht zum Nulltarif zu haben. Die kosten Geld. Das muss man berücksichtigen, da muss man auch offen sein. Was ist damit noch verbunden und was vergessen wir oft? Veränderungen, technologische oder wirtschaftliche, benötigen oftmals auch Kompromisse, benötigen Bereitschaft zur Akzeptanz, benötigen aber auch Informationen, umfassende Informationen. Und technologische Entwicklungen benötigen eine Gesamtbetrachtung. Nicht nur eine Komponente eines technologischen Systems, sondern Betrachtung aller Komponenten, die dort mit in Frage kommen. Das heißt, was ist unsere Herausforderung, vor der wir stehen? In vielen Fällen umfassende, sachliche Informationen, Mitnehmen der Menschen, Schaffen von soliden Rahmenbedingungen, verlässlichen Rahmenbedingungen, Gesamtbetrachtung und kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander all derer, die sozusagen diese Energiewende stemmen müssen und die Ziele in der Zukunft auch erreichbar gestalten.